Ich habe mir die Ultimate Edition von EA Sports FC 24 geholt und habe damit schon vorab Zugriff. Das ist mein Team. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß schon Bescheid. Ich würde sagen, wir gehen jetzt das erste Mal in diesem FIFA in einen Draft. Ich fühle mich noch nicht bereit für einen Online-Draft. Ich habe nämlich gerade vor 2 Minuten erst meine erste Partie in EA FC 24 abgeschlossen. Die könnt ihr dann in dem anderen Video sehen. 300 FIFA-Points kostet es. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal mit Weltklasse rein. Ich weiß jetzt natürlich gar nicht, welche Formation hier am besten ist. Ich würde sagen, wir gehen mit 4-5-1 offensiv rein. Und als ersten Spieler kriegen wir Lionel Messi. Der ist natürlich schwer zu linken. Im Sturm haben wir dann Vahi mit 90 Pace vom Arcelons. Die sind ja dieses Jahr in der Champions League vertreten. Auf der 10 kriegen wir Kirby, denn die spricht mich von den Werten her am meisten an. Ziemlich viel Tempo und trotzdem ziemlich viel Schuss. Wir gehen ins linke Mittelfeld und zur Auswahl stehen hier wieder ein paar Non-Rares, aber auch Saint-Maximin, der ja in die Saudi Pro League gewechselt ist. Im ZM, ich achte gerade noch gar nicht auf Chemie, haben wir Fred, während wir auf dem rechten Flügel Paris von Manchester United bekommen. Direkt hinter ihr wird Trent Alexander-Arnold verteidigen. Auf der linken Seite übernimmt diese Aufgabe Kashawi oder wie auch immer man diesen Namen aussprechen möchte. Unser Innenverteidiger-Duo besteht aus Niakate und Virgil van Dijk und ich hoffe, die passen genauso gut wie Dean Henderson auf den Kasten auf. Jetzt gehen wir auch schon auf die Auswechselbank. Da bekommen wir Jordan Pickford, der natürlich auch gut für die Chemie, aber gleichzeitig auch die Bewertung ist. Auf den Verteidigerpositionen haben wir Alex Moreno, Medina, der auch direkt in die Startelf rückt und Caicedo auf der 6. Jetzt gehen wir auch schon weiter in die Offensive und hier nehmen wir Malcolm von Al-Hilal. Ja, den gibt's noch. Auf der Bank nehmen wir einmal Bachmann und Christopher Nkunku, auch wenn ich nicht glaube, dass der hier bei uns auf der Bank bleibt. Und jetzt mache ich noch schnell die Reservebank. Da kriegen wir direkt mal Paulo Dybala, außerdem Memphis Depay, Sarriegi, Raspadori und Mitchell Weiser. Und damit steht das Team 84er Bewertung und 22 von 33 Chemie. Insgesamt also eine 106. Und dann gehen wir auch mal direkt in die erste Partie. Und da ist es 1:0 für den Gegner. Und da ist es! Lionel Messi mit dem 1:1 in der 14. Minute. Relativ schnelle Antwort. Und so gefällt es mir doch direkt deutlich besser. Und Alexander Arnold mit der Ecke auf Virgil van Dijk. Paris alleine durch. Paris 3:1. Und was für ein Tor hier zum 5:1 in der 70. Minute. Endstand ist 5:2. Gar nicht so schlecht für mein zweites Spiel. Ich habe euch übrigens nicht alle Tore reingeschnitten, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt. Wenn ich alle Tore reinschneide, wird das Video nämlich deutlich zu lang. Deshalb habe ich so die ersten Tore drin gelassen und ab jetzt schneide ich nur noch schöne Tore rein. Das ist das Team vom FC Basel 1893, gegen den wir jetzt spielen werden. Lionel Messi ans Lattenkreuz und das führt dann natürlich noch zu einem Tor im Nachschuss. Und das war auf jeden Fall mal ein schönes Tor. Gehen wir auch direkt ins dritte Spiel. So sieht es aus, das Team des Gegners. Und so sieht es aus, das erste Tor. Christopher Nkunku 1:0 in der 4. Minute. Okay, das war ein schönes Tor. Ich habe 2 rote Karten. Eine davon war sogar gelb-rot. Aber ja, ich grätsche auch ein bisschen unnötig immer. Boah, das wäre so ein schönes Tor geworden. Aber leider Latte, Pfosten raus. Und damit endet auch das Halbfinale, das dritte Spiel mit 4:3. Und jetzt sind wir im Finale. Anscheinend habe ich genau den richtigen Schwierigkeitsgrad ausgewählt. Und es wird nochmal richtig schwer, denn das Team, gegen das wir im Finale ran müssen, ist Manchester City. Und das ist ihre Aufstellung. Schauen wir mal, was wird. Und Kirby mit dem 1:0. So schnell kann es gehen. Und so schlecht sah das Tor auch gar nicht aus. 1:0, 6. Minute. So schnell kann es gehen. 1:1, Kevin De Bruyne. Und Christopher Nkunku per Kopfball nach einer Ecke mit dem 2:1 in der 20. Spielminute. Und da haben wir es. 3:1 per Kopf von Virgil van Dijk. Nope. Boah, Haaland setzt sich da durch. Also da hat kein Verteidiger eine Chance, wenn der da so reinbricht. Boah, Van Dijk ist so OP bei Ecken, ne? 7:3 in Unterzahl.
Was für ein Pass von Lionel Messi. Nkunku steht da alleine vorm Tor. 8:3, 85. Minute. Wunderschönes Tor, schöne Flanke, 9:3 und das sollte es gewesen sein. Krass, dass das Finale gegen Manchester City, gegen den schwersten Gegner, das deutlichste Endergebnis hat. Aber ich denke, ich bin einfach so langsam warm gespielt und komme jetzt auch besser mit dem neuen FIFA zurecht. Es hat sich zwar nicht viel geändert, aber trotzdem ist es ja nicht derselbe FIFA-Teil. Also ein paar andere Mechaniken, an die ich mich jetzt anscheinend mittlerweile gewöhnt habe. 9:3, Abpfiff, Endstand und wir gehen direkt in die Packs rein. Am besten gefallen haben mir übrigens Van Dijk und Pickford, der uns mit extrem krassen Paraden in den Spielen vor dem 9:3 ein paar Mal auch im Spiel gehalten hat. Das sind unsere Belohnungen, Premium Gold Pack und Jumbo Premium Gold Pack. So krass ist es natürlich nicht für den Zeitaufwand. Gleichzeitig ist jetzt auch 19 Uhr rum hier in der Aufnahme, deshalb habe ich auch das Nike bzw. Team of the Week Pack bekommen. Und ich würde sagen, da gehen wir sogar vor den anderen Packs noch rein. Aber wir kriegen ja erstmal noch ein Trikot. Mal schauen, wer dahinter ist vom Team of the Week. Carlinhos, der ist natürlich extrem schwer zu linken aus der portugiesischen Liga. Brasilianer. So stark ist er halt auch leider nicht. 80er Bewertung. Sam Kerr als Leihspieler kann ich jetzt noch mehr spielen. Und das Nike FC Trikot. Aber jetzt gehen wir erstmal in unsere tauschbaren Goldpacks. Das ist unser erstes Pack und ab ins bessere Pack. 24 gemischte Gold-Items und irgendwie hat der Shop hier Probleme. Ich glaube, die Pack-Animationen sind verbuggt. Das ist sehr unglücklich. Wir kriegen hier keine Animation. Mal schauen, was im Pack ist. Pedro Porro. Und jetzt könnten wir natürlich in diese Packs reingehen. Ich weiß aber nicht, ob sich das lohnt. Ich würde sagen, in das Pack hier gehen wir aber auf jeden Fall rein für 500 Points. Ins Grundlagen-Starter-Pack. Und schon wieder wird uns die Pack-Animation genommen. Das ist doch ehrenlos. Boah, ich dachte gerade, das wäre ein extrem krasses Pack. Aber es ist nur ein gutes Pack. In Anführungszeichen. 384er. Ja, insgesamt kann ich mich hier nicht beschweren. Aber wäre zumindest eine dieser Leihkarten noch keine Leihkarte gewesen, wäre das nochmal extrem viel krasser geworden. Und ja, das war's mit meinem ersten Draft-Video. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wen ihr aus diesen Packs gezogen habt. Ich hatte jetzt wirklich noch nicht so viel Glück. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen wundervollen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Haut rein. Ciao.